Ecke Ben zu Hause. Jazz, du kannst auch mal vorbeikommen. Dann geht's. Ratti-zapti. Airfield. Oh, hier waren wir am Anfang auch schon. Okay. Okay. Das ist der dümmste Plan aller Zeiten. Ref! In so einem Mist bin ich ausgestiegen. Der kleine Häuptling. Die beste Crew der Stadt kriegt einen Platz im Rush. Das heißt, wir müssen nur alle Silver Rock Street League schlagen, mehr nicht. Mac übernimmt Offroad und Drift und ich nehme den Rest. Ja, und das Haus? Es kontrolliert alles, was in der Stadt läuft. Oh, hier kommst du ins Spiel. Es wird sich irgendwie absichern. Sprich mit deinen Unterweltkontakten, finde raus, wie es läuft und dann klären wir das. Also, wir gewinnen das Rennen, stürzen das Haus und schwimmen dann in Geld. Perfekt. Ruhm und Geld. Dina Navarro bekommt, was sie verdient hat. Ihr Idioten bringt euch ohne mich doch sowieso nur um. Ich mach mit. Oh, ja. Rev? Natürlich ist der Häuptling dabei. Du weißt, wir schaffen das nicht ohne unseren Meisteringenieur. Du redest einen Scheiß. Aber ich kann wohl nicht anders. Ihr könnt auch meine Werkstatt benutzen, aber es gibt Regeln wie... Die Crew ist wieder vereint, Baby! Ruhig bleiben. Hat auch nur einer von euch ein Auto? Ich hab's verloren bei einer Wette, weißt du? Ich hätte eigentlich gewählt. Es reicht jetzt. Seht euch hinten um, da stehen noch ein paar Wagen. Ich bin umgeben von... Oh yeah! Krieg ich jetzt mein erstes richtiges Auto? Der gute alte 87er Buick GNX. Okay. Was für ein krasser Wagen. Der schafft die 0 auf 100 auch jetzt noch in 6 Sekunden. Wow, richtige Granate. 6 Sekunden. Der Golf GTI 1, Wegbereiter der Kompaktwagen. Und er ist immer noch heiß. Richtig heiß, das Ding. Der S2000 Hondas Hommage an die Roadster der 60er. Oh yeah, sein Baby. Der VTEC-Motor zeigt erst bei 9000 Umdrehungen, was er wirklich drauf hat. Oh ja, hochdrehende Japanesen. Baby, meiner. Aber bitte nicht in Gelb. Oh shit. Gute Wahl. Nichts im Vergleich zu meinen Wagen. Aber okay. Ich dachte, du hast sie nur getuned. Oh, dafür erteile ich dir eine Lektion. Ja, wir haben Nitro automatisch drin, ey. Nicht schlecht. Allerdings wirst du nicht vorne bleiben. Okay, Driften ist da noch nicht richtig angesagt. Alles klar, dann versuchen wir den so zu kriegen. Mach schon, Tyler, das ist ein Rennen. Kein Parkdienst. Rückenwind, Bitch. 6 Monate, Tyler. Was hast du getrieben? Ich hatte die Wahl, für den Gambler arbeiten oder Knast. Und was jetzt? Er hatte Pläne, aber jetzt habe ich ihn überzeugt, dass meine besser sind als seine. Tyler, du weißt, ich bin damit durch. Das ist so gut im Scheiß, aber ich bin Mechaniker. Mir gefällt mein Leben hier draußen. Sie hat uns verarscht. Willst du sie etwa nicht aufhalten? Nein, ich will immer noch wissen, was der König denkt unter der Haube hat. Aber ich bin nicht nervös. Ich hab mein Frieden gefunden. Freut mich für dich. Glaub ich. Glaub ich auch. Aber die Karre existiert noch? Okay. Du hältst dich doch nicht etwa zurück, oder? Das brauchst du nicht. Niemand. Fährst du quer? Siehst du mehr? Oh shit! Die Sache endet nicht mit Navarro. Du weißt doch, für wen sie arbeitet und wofür sie steht. Mir ist klar, dass noch nie jemand gegen das Haus gewonnen hat, oder? Es gibt immer ein erstes Mal. Oh, Rev. Tja, du musst wohl wieder in die Werkstatt. Oh! Ich wollte springen! Meiner! Wer hat gewonnen? Erster? Zweiter? Kommt man nicht so weit. Erster Platz. Alter, ich hab das fast noch versaut. Okay. 236 Racing Points. Speedcard verbessert die Leistung deines Wagens. Gewinne Events und Speedcard zu erhalten. Alles klar. Ene, Nene, Mu und raus bist du. Fuck it, wir nehmen den. Bremsen. Auspuff.
Neu, aktuell. Okay, einbauen. Hey Mac, wo wollt ihr beiden denn hin? Rev hat nicht alles auf Lager. Wir fahren zum Händler, um mir Offroad-Räder zu besorgen. Cool. Oh ja. Oh yeah. Kannst du dir das leisten? Ich könnte dir was leihen. Nein, passt schon, Schwester. Ich hab mein Sparschwein geplündert. Okay, Händler. Jeder Händler ist auf einen anderen Setup-Typ spezialisiert. Es gibt 5 verschiedene Setup-Typen. Race, Drift, Offroad, Drag und Runner. Okay. Offroad-Setup. Verwende dieses Setup für Offroad-Events. Diese Wagen und Trucks sind auf Offroad-Controller-Sprünge spezialisiert. Für welchen entscheidest du dich, Mac? Land Rover? Defender? Der WRX STI. Mein Lieblingskompakter für holprige Strecken. Super Grip und Handling, aber auch sauhart gefedert. 305 PS? Der Land Rover 1C. Aber der Land Rover ist deutlich langsamer. Wir nehmen den. Gib mir den Subaru Impreza. Tu mir das Ding her. Mein zweiter Wagen. Bitch, bald bin ich der Collector. Ich glaube, ich kann schneller laufen, als das Ding fährt. Autsch, schon okay, Baby. Das meint sie nicht so. Jetzt muss ich dich platt machen. Ein Rennen zum Airfield? Okay, Beschleunigung ist ein bisschen langsamer. Da hätte ich den Defender genommen, Alter. Wären wir jetzt noch mal am Start. Du nimmst die Straße, ich fahr auf. Oh, shit! Bist du dabei? Warum machst du das hier wirklich, Mac? Was meinst du? Wir kriegen Mega-Kohle und wischen Navarro 1 raus. Was gibt's Besseres? Ich kenn dich, Mac. So einfach ist es nicht. Teilt mit deinem persönlichen Kreuzzug, aber du... Okay, Klartext, Jess. Nach unserer Trennung musste ich Geld verdienen. Und das heißt, ich musste auch für das Haus arbeiten. Wir haben gespielt und verloren. Du hast getan, was nötig war. Ja, mein ganzer Umzug nach Amerika war ein Risiko. Außerdem ist es kein Spiel, wenn man weiß, dass man gewinnt. Alter, auch noch bis am Driften wie sonst was. Du brauchst uns nicht. Siehst du die Karre gar nicht unter Kontrolle? Weil irgendwer auf Ty aufpassen muss. Er legt sich mit den Street-Ligen an, um ein ausdrucksloses Rennen zu fahren. Bei seiner Wut auf Navarro wird er uns brauchen. Du denkst, wir haben eine Chance? Wir hatten 6 Monate nichts von ihm gehört. Aber jetzt ist er zurück und fest entschlossen. Ich lasse einen Freund nicht alleine in den Krieg ziehen. Ha! Oh, ich wusste es. Du hast uns vermisst. Hört zu, Mac. Ich helfe euch, solange ihr keinen Mist baut. Mir geht's um euch, nicht um die Action. Jess, ich kenne dich. Du kannst einfach nicht anders. Erster. Oh, Jess. Oh, ja. Event abgeschlossen. Oh ja, wieder ein paar. Oh, jede Menge Racing Points. Speedcard, jetzt nehmen wir die. Tempo. Oh. Damn, ist der Zylinderkopf? Speedkarte ausrüsten, verkaufen, eintauschen, in der Garage schicken. Okay, neu. In die Garage schicken? Nein, Alter, ich will einbauen. Kann ich das... Muss ich das in die Gra... Wollte ich... Boah, mal. Ich gebe zu, ich dachte nicht, dass du das schaffst. Oh. Man gewinnt nun mal nicht, wenn man nichts riskiert. Wenn du meinst. Na, ich bleib trotzdem lieber auf der Straße. Okay. Hey, Rev, wie läuft's? Netten Wagen hast du da, ne? Warum fährst du nicht mal in die Werkstatt? Bin gleich da. God damn it! Tuning-Seitenschweller. Okay. Lass uns ein bisschen tunen. Ich habe euch hier Platz für eure Wagen freigemacht. Tunt sie, lackiert sie, arbeitet an eurem Stil. Okay. Ihr könntet vielleicht als erstes ein paar Upgrades durchführen, um ein bisschen mehr Leistung aus diesen Autos rauszukitzeln. Ich habe noch ein paar Teile rumliegen, aber räumt anschließend wieder auf, okay? Alles klar, Platinum Carpack.
stürzt sich in die Action von mit sofortigem Zugang auf 5 einzigartig speziell getunten Kultautos, exklusive Platin, blauen Neon, Reifenqualm und alles sowas. Deluxe Edition, du bewegst die Individualisierung von der Masse ab, Ingame-Rabatt, Rep, Boni, 5 Lieferungen voll, alles klar. Jede Menge freigeschaltet. Okay, Leistungstuning. Gib mir meinen Kopf. Speedkarte ausgerüstet. Glückwunsch! Wähle Hilfe, um mehr über die Leistungstuning zu erfahren, bräunlich. Okay, was haben wir noch? Wir haben Individualisierungen, Neonfarbe, Reifencrime, Neon, Luftfederung und Hupe. Können wir aber leider alles noch nicht benutzen. Wir haben Lackierung. Sorge dafür, dass die Straßen herausstechen. Was haben wir hier? Bibliothek. Folie bearbeiten. Community-Folien. Okay. Alter, Community-Folien sind immer der Ultra-Burner. Ah, sieht schon gut aus. Den nehmen wir. Folie erfolgreich runtergeladen und angebracht. Okay, was haben wir noch? Sturz vorne. Ja, ganz so tief dürfen wir auch nicht, weil es ist ein Offroad. Das passt. Ja, ich glaube, unsere Tuningsmöglichkeiten sind momentan noch extrem begrenzt. Leistungstuning, Blockkolben, tatütatü, mit Lagerbestand tauschen. Willkommen in meinem Lager. Okay. Du kannst dir so viele Wagen abstellen, wie du willst und sie jederzeit abholen. Weltklasse. Oh, den haben wir auch. Track Drift Runner. Alter, ich will den Racer. Gib mir den Golf. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Golf habe. Optik. Yeah. Das sieht schon nice aus. Tuning, haben wir nichts für frei. Alles klar, wir verlassen die Garage. Mal gucken, was jetzt so los ist. Hier in der Wüste kenne ich 2 Ligen, die eure Zeit wert sind. Die erste ist eine Racing-Liga namens Graveyard Shift, angeführt von La Katrina. Ein Haufen Kids mit Todessehnsucht und einem Hang zum Drama. Mike, die zweite Liga ist dein Ding. League 73, eine Offroad-Crew, okay. Angeführt von einem Bastard namens Udo. Sie fahren in letzter Zeit ständig auf dem Airfield und zerstören meine Prototypen. Also, wer zuerst? Wer zuerst? Okay, Mac. Wir fahren erst ein paar Liga-Rennen und fordern dann die Bosse zum Duell heraus. So sammeln wir genug Antrieb, um in den Outlaws-Rush zu kommen. Okay. Graveyard Shift, Sprintrennen. Meine Art 134 und empfohlen sind 130. Alles klar. Können wir machen? Los geht's. Ich sollte den Graveyard Shift zu einem Rennen herausfordern. Offroad, Baby! Ich habe eine Basislieferung erhalten. Zerstörungspunkte. Hallo, Racer. Hallo, Mäuschen. Okay. Die Straßen flüstern von Chancen und Gefahren. God damn it. Vor 2 Nächten hat ein unbekannter Racer das Boomville-Rennen gewonnen. Was Gerüchten zufolge nicht das Wunschergebnis gewisser Leute war. Außerdem hat ein hiesiger Racer namens Kingsnake das Rennen in einem Krankenwagen beendet. Dem Gewinner sagen die Straßen,
Sei frei, sei stolz und pass gut auf dich auf. Tja, jetzt gibt's wohl kein Zurück mehr. Gott. Wann hast du zuletzt was gegessen, Mac? Keine Ahnung. Doch, gestern. Ein Stück von Thais Pizza. Du warst das? Dachte schon, ich hätte Ratten. Hast du auch. Eine von ihnen machte mir das Stück streitig. Und wie? Habt ihr euch duelliert? Ganz genau. Aber zum Glück kam sie nicht ans Gaspedal. Alter, selbst das DSG-Ploppen. Haben sie reingemacht. Schon sehr geil. Okay. Speed. Okay, wenn La Catina. Man mit 100 Sachen über den Highway brettert, geht es bei jeder Entscheidung um Leben und Tod. Ich bin La Catrina. Oh, La Catrina. Ist der Graveyard-Chef. Oh, Baby. Wo ist La Catrina? Sag mir La Catrina. Da saß gar keiner im Auto drin. Oh, shit. La Catrina ist bestimmt voll die heiße Mäuschen, ey. Okay. Bist du der Gringo, der unseren Midnight Run fahren will? Oh, Baby, ich zeig dir meinen Gringo. Und gewinn. Ich bin Tyler Morgan. Morgan, hä? Huh? Nie von dir gehört. Versuch einfach mitzuhalten. Ich werde deutlich mehr tun. Aber wo ist mein S2000? Wie wär's, wenn wir uns was nebenbei verdienen? Nebenwette. Ich sag dir, welche Wette mir vorschwebt und du sagst mir, ob wir sie platzieren sollen. Gewinnst du, beteilige ich dich sogar. Klar. Na dann, tanzen wir mit dem Tod. Habe ich jetzt abgelehnt? Ich glaube, ich habe abgelehnt, ne? Ah, shit. Sehr schön. Und immer diesen kleinen Ruckler zwischendurch. Die Performance von Need for Speed muss noch ein bisschen verbessert werden. Crashes gehören dazu. Verpisst euch mal mit euren Scheinwerfern. Immer diese Mini-Ruckler, selbst in 4K, Alter, du bist unnormal. Gott verdammt! Rennt ihr oder was? Dann dürften wir mal ein bisschen rum, ey. Mal ein bisschen Action in das Ding bringen. Bleib konzentriert, es ist bald geschafft. Bin immer konzentriert, Bruder. Immer. Kaching, Baby. Hm, nicht übel, Mann. Okay. Nebenwette? Du hast gewonnen. Ich hab die Nebenwette doch gemacht. Ey, ich bin so gut. Oh ja, genau so macht man Geld. Gib mir die Speedkarte. Wir nehmen wieder links. Beschleunigung, Getriebe. Okay. 3 Höchstgeschwindigkeit, 9 PS mehr von 0 auf 100. Minus, sehr gut. Baurinder Ding, Graveyard Shift, Quest Reihe fortgeschritten. Neue Mission freigeschaltet. Tankstelle, entdecke Tankstellen, um Schnellreisepunkte freizuschalten. Ich hab von dir gehört. Du wurdest doch vor einer Weile kaltgestellt. Das war damals. Und was ist jetzt, Mann? Jetzt besiege ich deine Racer. Und dann dich. Los, Ciento, Mann. Du hast keine Chance gegen mich.
Das wird sich zeigen. Du wirst Vorteile brauchen, um in dieser Street-Liga mithalten zu können. Suche einen Tuning-Shop auf, um deine Leistungsstufen deines Wagens durch Speedcard zu erhöhen. Alles klar. Und hier Schnellreise. Siehst du? Alles wieder repariert. Oh yeah, baby.